Es ist ein Labor auf Schienen. Die Deutsche Bahn hat diesen ICE für Forschungszwecke schon seit vielen Jahren in ihrem Fuhrpark. Die letzten 14 Tage konnte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den Zug nutzen. Mit speziellen Sensoren und mit Hilfe des Erdmagnetfeldes wollen die Forscher eine präzise Karte des Schienennetzes berechnen. So genau, dass Züge auf den Zentimeter exakt zu lokalisieren sind. Wenn wir über eine Weiche gefahren sind, können wir sehr genau unterscheiden, ob wir auf dem rechten oder auf dem linken abgezweigt sind mit dieser Technik. Und das hilft uns sehr stark in Kombination mit weiterer Sensorik, eine sehr präzise und überall, zum Beispiel und insbesondere auch in Tunnels, verfügbare Lokalisierungsmethodik zu haben. Auch die Position von S- und U-Bahnen, die unterirdisch unterwegs sind, würden so genau zu bestimmen sein. Das hat Vorteile, wenn man an Pannen oder Unfälle denkt. Aber wichtiger, in der Zukunft sollen mehr Personen- und Güterverkehre über die Schiene laufen. Das bedeutet, dass Züge aller Art in einer viel dichteren Taktung auf das Schienennetz geschickt werden. Um diese dichteren Verkehre zu lenken, braucht es präzise Angaben, wo sich ein Zug befindet. Es ist eines der Fernziele, den autonomen Schienenverkehr zu unterstützen, aber es gibt auf dem Weg dahin noch viele andere Anwendungen, die auch von dieser Technik profitieren. Zum Beispiel Kollisionswarnung ist ein Thema. Wir alle erinnern uns an schreckliche Beispiele. Da gibt es heute Möglichkeiten, diese auch zu adressieren mit entsprechender Technologie des DLR. Auch das war ein Teil der Testfahrten. Wie funktioniert ein Kommunikationssystem von Zug zu Zug, eben um Zusammenstöße zu verhindern? Und wie vertragen sich solche Verkehrsleitsysteme von Autos und Zügen? In einigen Jahren sollen auch die sich gegenseitig warnen können, bevor es an Bahnübergängen zu Zusammenstößen kommt. Wenn es da Störungen gibt, dann müssen wir zum Beispiel einfach wieder die Effizienz reduzieren, größere Abstände zwischen Zügen einfügen. Und damit haben wir dann natürlich wieder eher überfüllte Züge. Und das ist natürlich was, was wir als Kunden, Bahnkunden, eigentlich nicht haben möchten. Deshalb die Forschungen, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen und das mit höherem Komfort und mehr Sicherheit. Wenn es soweit ist, regelt ein digitales System den Verkehr und an dem arbeiten Bahn und Luft- und Raumfahrt heute gemeinsam.